Für uns als mittelständischer Maschinenbauer ist die EU der wichtigste Absatzmarkt. Und Vereinheitlichungen wie zum Beispiel der Euro senken unsere Risiken, wie zum Beispiel das Währungsrisiko und verschaffen uns weniger bürokratischen Aufwand. Ich wünsche mir vom Europäischen Parlament, dass neue Regelungen daraufhin geprüft werden, welche Belastungen oder Mehrbelastungen sie für Unternehmen bedeuten. Zum Beispiel in Deutschland gibt es das Konzept Erfüllungsaufwand und ich denke, es wäre sinnvoll, dieses auf die ganze EU auszuweiten. Dann wäre zum Beispiel sowas wie die DSGVO vielleicht auch etwas unternehmerfreundlicher ausgefallen. Die Idee der Europäischen Union sieht man bei uns hauptsächlich im grenzüberschreitenden Güterverkehr. Für uns ist es selbstverständlich heutzutage, im EU-Ausland einzukaufen und zu verkaufen und das ohne jegliche Zollformalitäten oder Zollformulare auszufüllen.